Webkartoffel ist der Chemo. Ich dachte, ich hätte Samikel draußen mit jemandem reden hören. Ich muss schon sagen, ist so, wie du gewachsen bist. Fast gar nicht, seitdem ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ach, hör schon auf, Großrichterchen. Hast du uns gerufen, weil du jemanden gesucht hast, dem du eins verpassen kannst? Ach ja, lass uns zum Geschäft kommen, okay? Es ist der weiße Wolf, mit dem ich sprechen wollte. Du hast das bestimmt bereits von Kai gehört, aber ihre kleine Schwester Lika wird vermisst. Ja, das wissen wir. Sie verschwand ungefähr zu der Zeit, als die Dämonen anfingen, Amok zu laufen. Genau. Und ihr Verschwinden bedroht die Existenz von unserem Dorf. Grrr. Okay. Kai hat auch etwas gesagt. Ich verstehe, warum du besorgt bist. Aber denkst du nicht, dass ihr da ein bisschen übertreibt? Nein, wir übertreiben nicht. Und außerdem, du bist schon so lange weg. Woher solltest du das überhaupt wissen? Lika hat erstaunlich übernatürliche Kräfte gewonnen, weil stärker als meine eigenen. Ihre Kraft ist der Schlüssel, um das Land von Kamui zu retten. Wow. Hä, glaubst du wirklich, dass Likas Kraft diese Dämonen besiegen kann? Das nicht, wir brauchen ihre Kraft aus einem anderen Grund. Es ist wegen Itsufuchi, der Schutzgottheit von Kamui. Itsufuchi? Wie du weißt, wird Itsufuchi von zwei aktiven Vulkanen gebildet. Sehr hübsches Bild. Jedes Jahr verführe ich die Vulkanbeschwörung. Das löst eine Eruption aus, die das kalte Damm von Kamui aufwärmt. Aber die Kräfte der Dämonen haben Itsufuchi in einen eisigen Schlaf versetzt. Tag für Tag wird Kamui schwächer und schwächer, kälter und kälter. Wenn Lika nicht bald hier ist, um die Vulkanbeschwörung durchzuführen, dann wird das Damm von Kamui für uns alle zum eisigen Grab. Warum führst du die Beschwörung nicht selber durch, alter Mann? Ich würde es tun, wenn ich es könnte, aber ich habe nicht mehr die Stärke, in diesem wilden Schneesturm die Gebete zu rezitieren. Irgendeine Idee, wo Lika sein könnte? Das ist das Problem. Wir haben schon überall nach ihr gesucht ohne Erfolg. Aber einen Ort gibt es, wo wir noch nicht gesucht haben. Wo? Joshpet, der mysteriöse Wald der Täuschung. Schluck. Ich habe einen schwachen Dufthauch von Lika aus Joshpet aufgefangen. Dufthauch, aha. Immerhin habe ich die beste Nase von allen, die aus dem Eulnerstamm. Gut, das kann man nochmal durchgehen lassen, wenn man bedenkt, dass das alles hier Wechselwesen sind. Wobei er aussieht, als ob er sich in einen Waschbären verwandeln könnte. Ich schätze, sie könnte hier irgendwo auf deiner Karte sein. Mhm. Okay. Ich würde gerne den Wald durchsuchen lassen. Du machst wohl Witze. Ich würde nicht einmal in die Nähe von dem Ort gehen. Oh, weißer Wolf, du bist unsere letzte Hoffnung. Nicht ich. Weil ich denke, Samikel muss hier bleiben und das Dorf beschützen. Und doch kehrt das Dorf wegen irgendeiner dummen Erledigung verlassen. Du bist die letzte verbliebene Hoffnung. Warte mal, alter Mann. Weißt du überhaupt, wer dieses Fekton ist? Unterbrich mich nicht, kleiner Geist. Dieser reine weiße Pelz, diese rote Zeichen und dieses göttliche Instrument, das ist niemand anderes als der legendäre Wolf Shiranui. Dieser Name ist weit und breit bekannt, sogar hier im fernen Kamui, aber ich hätte mir nie träumen lassen, dass dieser legendäre Wolf noch lebt. Nun, eigentlich ist das hier... Shiranui, bitte, du musst uns helfen. Lika muss bald die Vulkanbeschwörung durchführen und in sie wird das Land von Kamui ein eisiges Grab werden. Ich bitte dich, du musst Lika finden. Ich hatte die Dorfbewohner gewarnt, sich vor Fremden in Acht zu nehmen. Aber ich werde für euch eine besondere Ausnahme machen und ich werde das Tor öffnen, das zum Lao Chi See führt. Du sollst erst alles holen, was du brauchst, bevor du aufbrichst. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Lika in dem mysteriösen Fall von Joshpet ist. Aber es ist ein gefährlicher Ort, an dem wir uns so selten wagen. Bitte, Shiranui, du musst uns helfen. Wenn Lika nicht bald hier ist, um die Vulkanbeschwörung durchzuführen, dann wird das Land von Kami für uns alle zum eisigen Grab. Ich bitte dich. Ja, gut. Wir könnten es also theoretisch zum See hoch, aber... Das bringt mir nichts, weil ich muss da unten lang. Wenn ich mir das so ansehe, bin ich immer noch nicht fertig, wenn ich das hier abgeschlossen habe. Weil da gibt es immer noch im... Weil, also ganz im Nordwesten Gebiete.
So, jetzt kann ich die Häuser hier abklappern. Sind ja zum Glück nicht so viele. Dann können wir uns jetzt noch die 10 Minuten, die die Aufnahmesession geht, hier im Dorf fertig umgucken. Der Edison muss dich gerufen haben, weil er wollte, dass ihr nach Josfet geht. Vergiss nicht diesen Talisman, wenn du den Wald betreten möchtest. Du wirst ihn am Ufer des Larchi-Sees nördlich des Dorfes finden. Ach, was du nicht sagst, das wissen wir bereits. Okay, Armin, lass uns anfangen. Nun dann lass mich dir noch einen Rat geben. Unterschätze nicht das dann von Kamui. Das habe ich nie getan, um hier auf meine Zeit zu stehen. Ich bin dabei, Lika zu suchen, oder? Ich warne dich, unterschätze nicht die Macht der Natur. Kamui ist ein raues Land mit oder ohne diesen Schneesturm. Aber als Kuropoke weißt du das ja schon alles bereits, oder? Lass dich nicht umbringen, weil du Mutter Natur unterschätzt. Mhm. Nächste Hütte. Wir können ja auch mal lesen. Kais Haus. Dort neben Kai und Lika. Okay, da war ich eh schon drin. Wir kommen auf dem Schneeballschießplatz. Seine komische Handschrift muss von ein paar Kindern sein. Ja, Tatsache. Juhu, ich habe beim Schnee gespielt und habe versucht, einen großen Schneeball zu machen. Aber er wurde ein bisschen größer, als ich geplant hatte. Die ganzen Erwachsenen beschweren sich über den Schnee. Aber wir Kinder lieben ihn, ganz egal wie kalt es ist. Warum versuchst du nicht auch einen großen Schneeball zu machen, Wölflein? Ich bin nur ein Kind, darum schaffe ich keinen größeren, aber du bist größer als ich, darum solltest du einen größeren schaffen. Roll einfach den hier immer weiter. Mach ihn wirklich riesig. Ja, nur nicht ins Feuer rollen. Jo, der wird langsam schön groß. So, ist der dir groß genug? Los weiter, mach ihn größer. Wenn du ihn über Schneemassen rollst, dann wird er schneller größer. Du bist größer als ich. Darum solltest du einen größeren schaffen, ja. Ich hoffe, das bringt dann auch was, den so groß zu machen. Au. Ein Exorzismus, ja, mittelschwerer Schaden. Nein, nur nicht ins Feuer. Feuer böse. Jedenfalls für Schneebälle. Und für Wölfe eigentlich auch. Wohin hast du meinen Schneeball gerollt, Wölflein? Du machst ihn doch größer für mich, oder? Ja, mache ich. Aber eigentlich habe ich gehofft, dass das jetzt groß genug ist langsam. Los, weiter, mach ihn größer. Wenn du ihn über Schneemassen rollst, dann wird er schneller größer. Ja, ja.
Ja, langsam wird er echt groß. Oh cool, etwas Leben. Wie viel größer soll ich ihn denn noch machen? Kleiner. Weil der ist jetzt wirklich riesig. Dann hast du mal stehen bei, ja, ja. Der rollt dich eigentlich um den Haufen. Los, weiter, mach ihn größer. Ja, ja. Okay, der will ihn immer noch größer haben. Ich habe aber das Gefühl, er wird nicht mehr größer. Naja, wenn ich aber schon mal gerade hier bin. Mach ich mal die Truhe auf. Ein Kristall, okay. So, viel größer mache ich ihn dir nicht mehr. Juhu, du hast es geschafft, Wölflein. Ich habe noch nie so einen riesigen Schneeball gesehen. Ich kann es gar nicht glauben, dass du ihn so groß gemacht hast. Das ist ja schon was unheimlich. Aber auch richtig cool. Du bist jetzt der unangefochtene Schneeballkönig von Kamui, Wölflein. Oh, 50 Glück. Erst der König im Löchergraben und der Schneeballkönig. Junge, du hast wirklich eine Menge dummer Titel. Wenigstens nimmt man mich nicht aus. Ein Porzellantopf besteht aus halbdurchlässigem Porzellan. Okay. Ah, das sieht so aus, als ob da noch irgendwas hier im Wasser. Achso, der Felsen. Na dann, viel Spaß mit deinem Schneeball, Kumpel. Oh, das waren wir hier beim Schneeball. So, was ist hier? Nicht die Tür offen lassen. Hast du es kapiert, Fake-Leute? Die Leute, diese Weise lassen die Tür aus einem offenen Grund geschlossen. So, einfach einmal die Inneneinrichtung simulieren. Ansonsten ist hier drin nichts. Gut. Hat jetzt auch der Laden geöffnet, zufällig? Jo, jetzt hat der Typ im Laden auch offen. Dem Iglo war ich noch nicht drin. Oh, wieder Hasen. Einmal Grünfutter.
wieder die Sonne scheinen lassen. Ja, nicht die Tür offen lassen, ja. Ich habe die Maske. Oh, was ist das? Bist du ein gewöhnlicher Wolf? Du musst es aufgekommen sein, um Schutz vor der Kälte zu finden. Der verfluchte Tag, der alle 100 Jahre kommt, ist nah. Wir haben jetzt seit einem Jahr Vorräte zur Vorbereitung auf diesen Tag gehabt, aber dieser Schneesturm macht uns das Leben doch schwerer. Und Lika ist auch nur verschwunden. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen werden. Da wird Lika vermisst, aber man muss sich auch noch um Oki Sorgen machen. Er nahm Kutan, unser heiliges Schwert, das in der Nähe von dem Laochi sie am Fuße des Itsufuchi aufbewahrt wurde. Was hat er sich nur dabei gedacht, es zu nehmen und zu verschwinden? Jetzt ist nicht die Zeit, um untereinander zu streiten, stimmt's? Ah, das Reden mit einem Wolf hilft mir, mich von der Kette abzulenken. So, jetzt hacken wir noch hier auch wieder alles. Mann, wir brauchen wirklich verdammt viel Geld, wenn wir die bessere Dämonenhorn-Sammelfähigkeit haben wollen. Hier war ich drin, da oben war ich auch in beiden drin, nur in dem hinteren war ich noch nicht drin. Ja, in dem hier. Tach, wer wohnt hier? Seelöwenmaske. Puh, es wird von Tag zu Tag kälter. Wir werden noch alle Zeiss zapfen werden, wenn das noch so lange weitergeht. Was für ein schrecklicher Zeitpunkt, dass die kleine Lika jetzt auch noch verschwunden ist. Sie ist doch nicht wirklich in diesen Wald gegangen. Wenn sie es getan hat, dann gibt es nichts, was wir tun können, um ihr zu helfen. Oh, Holz. Holz kann ich nicht zerschneiden, okay. Und dann zerschneide ich deine Krüge. Und hau deine Lauchsuppe noch. Gut, das heißt, ich war auch hier drin. Ja, stimmt, hier war ich. Hier ist der Minisee. Was steht denn hier? Verschneiter Wasserfall. Ah ja. Okay. Oh, großer Bär mit Truhe. Und eine verstreute Perle. Hier gebe ich noch Fisch. Das überspringen wir schnell. Da gehe ich jetzt speichern, weil es ist wieder an der Zeit. Da steht jemand noch am Stadteingang rum. Wie ist es mit Kemo gelaufen? Wollt ihr mit dir über irgendwas reden? Es war ein bisschen mehr als ein kleines Höflichkeitsgespräch. Wir wurden gebeten, nach Lika in Josfett suchen zu gehen. Josfett, du meinst den Wald im Osten? Ich glaube, da war noch keiner nach ihr suchen. Nun, das überrascht mich nicht. Ich meine, der Wald ist nicht gerade ein schöner Wanderort. Wieso wirst du wirklich gerne hingehen? Wer sagt, dass ich zurückgehe? Wer sagt, dass ich zurückgehen werde? Ich benutze nicht den Majestätsplural, wenn ich wir sage. Ich sprach von diesem Fellknäuel hier. Josfett ist wie eine andere Welt. Wenn du dich verläufst, kehrst du vielleicht nie wieder zurück. Dann mach dir keine Sorgen. Ami hier wird Lika finden. Wenn das der Fall ist, dann werde ich euch den Weg zeigen. Was? Ich weiß, dass du dir Sorgen machst, Isun, aber wir haben nicht viel Zeit. Was meinst du? Der Dämon wartet auf dem Tag der Finsternis. Es ist die Sonnenfinsternis, die eine 100 Jahre stattfindet. Kami wird für den ganzen Tag im Finsternis gehüllt sein. Ohne Sonnenlicht und mit dem dämonischen Schneesturm hier wird nichts und niemand diesen Tag in Kami überleben. Es bleiben nur noch ein paar Tage bis zum Tag der Finsternis. Wenn Lika bis dahin nicht hier ist, um die Vulkanbeschwörung durchzuführen. Aber Tante Asus, du bist kein gewöhnlicher Wolf, oder? Kemo hätte dich sonst bestimmt nicht gefragt, das zu tun. Vielleicht bist du gar die Reinkarnation der weißen Wölfin Shiranui. Du musst ja stark sein, wenn du mit Iso zurechtkommen kannst. Was willst du damit sagen? Tut mir leid, auf jeden Fall
haben wir keine Zeit mehr zu verlieren. Ich werde dich in den Wald führen, Amaterasu. Komm, wenn du bereit bist. Ich gehe voraus zum Rand des Waldes. Und weg ist sie. Gut. Speichern wir mal. Und dann gibt es einen Cut. Also, bis gleich.